Gerne. Ich bin froh, dass ich hier bin. Letztes Jahr wäre ich schon tot gewesen und er hat mich hierher gefahren. Amen. Ihr seid gekommen bis von Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, gestern Nacht mit dem Zug. Ja. Nur, dass ihr könnt hier heute dabei sein. Ja. Du, deine Tochter, glaube ich, oder Schwieger, ja. Deine Tochter. Ihr seid extra so weit gekommen. Das ist für uns ein Segen und berührt unser Herz, oder? Halleluja! Amen! Ja, ein großer Segen. Nimm mal vor, durch die YouTube- und Livestream-Arbeit, ne? Könnt ihr zusehen und seid hier. Schön. Habt ihr was auf euren Herzen? Ihr könnt gerne fragen. Ich will euch erzählen, was Taufe bedeutet. Und zwar, manchmal ist es von Gemeinden und von Christen ein bisschen falsch verstanden worden. Deshalb sind viele unsere Köpfe teilweise bis heute noch drin, dass wir, wenn wir uns taufen lassen, dass wir vorher gut sein müssen. Wenn wir uns taufen lassen, dass wir müssen würdig sein und es wert sein und geprüft werden. Teilweise ist es dann auch nicht aus Boshaftigkeit, aber Jahre zurück, 30, 40 Jahre zurück, gerade auch bei unseren Sinti-Missionen und so weiter, ist es dann so gehandhabt worden, dass man den Menschen erst hat 2 Jahre beurteilt, bewertet, angesehen, ist er denn überhaupt richtig, geht er den Weg, ist er würdig, ist das wert. Und aber nicht aus Schlechtigkeit, sondern weil man es so vernommen hat, so angenommen hat. Aber jetzt ist es so, wenn man da wirklich in die Bibel reingeht und es versteht, dann können wir uns ja nicht selber ändern. Dass der liebe Gott will, dass wir uns verändern lassen, dass wir aus schlechten Angewohnheiten, aus Fehler, aus Dingen, wo wir alle wissen, die falsch sind, aus Sünde, aus Sachen, die schlecht sind, dass wir davon ablassen, das ist doch ganz klar, dass das der liebe Gott will. Aber der Punkt ist doch, dass wir können uns selber nicht helfen. Wir kriegen es ja selber nicht hin. Deshalb musste ja Jesus kommen. Und deshalb musste ja er die Schuld auf sich nehmen. Und deshalb musste er ja sagen, dass er alles neu macht und uns hilft. Und jetzt kommt der große, große Gnadengabe, die Gunst Gottes. Dass wir dürfen das Opfer für uns annehmen, sind durch dieses Opfer, was Jesus getan hat, Kinder Gottes. Und jetzt beginnt der Veränderungsprozess. Nicht vorher. Sonst hätte Jesus nicht kommen brauchen. Jetzt beginnt der Veränderungsprozess und die Bibel sagt, er gibt uns ein neues Herz. Der Heilige Geist, das ist die Liebe Gottes, die Kraft Gottes, kommt in unser Herz, macht uns ein neues Herz und verändert uns von innen nach außen. Wollen wir verändert werden? Amen. Soll Gott unser Leben leiten und führen? Amen. Wissen wir, dass wir Jesus brauchen und ohne ihn verloren sind? Amen. Und wir geben ihm unser Herz und glauben von Herzen an ihn. Und dann passiert es, was die Bibel sagt. Dann kommt er, weil er es versprochen hat. Und dann tut er unser Herz von innen ändern. Wir können uns immer nur außen ändern, wie ich immer sage. Wir können uns einen Anzug anziehen oder vielleicht christlich kleiden, aber das macht keinen Christen aus uns. Das Herz ist es, was Gott ansieht, sagt die Bibel. Und jetzt kommt er in unser Herz und ändert es. Und dann passiert es, dass euer Leben ist verändert und dann seid ihr in der Nachfolge. Und dann ist es so, dass andere Menschen an euch erkennen, das ist ja ein Christ. Weil ihr euch anders da benimmt, euch anders da verhaltet. Perfekt werden wir nie. Aber unsere Ausrede zu sagen, wir wollen weiterhin schlecht sein und wir sind ja so und so Kinder Gottes, das kommt auch nicht über unsere Lippen. Da würden wir uns schämen. Wir wissen aber, dass das ein Gnadengeschenk ist von Gott. Und deshalb darf jeder, der an Jesus Christus glaubt, in die Taufe gehen. Wenn das nicht so wäre, hätte ich mich auch nicht taufen lassen dürfen. Weil ich bin bis heute, kann ich nicht vor Gott treten und kann sagen, ich bin es wert. Ich kann immer nur sagen, ich bin alles das, was Jesus für mich vollbracht hat. So soll es bleiben, in Demut, auf den Boden vor Gott und sagen, Herr, ich brauche dich und ich werde immer dich brauchen und ich bin dir mein Leben lang dankbar. Und aus dankbaren Herzen folge ich dir nach, aufrichtig und ehrlich. Natürlich geht es darum, dass wir unser Zutun, unser Wollen bringen. Aber in Wirklichkeit sagt die Bibel, er schenkt uns das Wollen. Und er schenkt uns sogar das Vollbringen. Und deshalb ruft die Bibel und sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig seid und beladen. Er will uns helfen, er will uns erquicken. Und deshalb ruft er und sagt, alle, die da glauben, sagt Jesus,
die sollen getauft werden. Die sollen getauft werden. Und warum auf den Namen Jesus? Weil er für uns bezahlt hat. Und warum auf den Namen Jesus? Weil Taufe bedeutet, ich lege mein Leben in seine Hände. Wenn ihr ins Wasser jetzt geht, dann ist es so, als wenn Jesus im Wasser steht. Und wenn ihr untergetaucht wird, merkt euch das, was ich euch jetzt sage. Wenn ihr untergetaucht wird ins Wasser, ist es so, als Jesus hineingelegt wird und in den Tod Jesu, was er für uns vollbracht hat, da werdet ihr hineingetauft, hineingelegt. Aber das Leben, das ewige Leben, was Jesus verheißen hat, wie er auferstanden ist, so ist es, wenn ihr aus dem Wasser wieder rausgehoben werdet. Und wenn Gott jetzt uns sieht, sieht er nicht mehr uns und unser Versagen, sondern er sieht, dass Christus für uns gestorben ist. Und das hat nichts zu tun, weil wir uns das einbilden und irgendwelche Rituale machen und irgendwelche durchgeknallte Dinge. Das ist das, was die Bibel sagt. Gottes Wort ist Felsen und das wird nie vergehen. Und das nehmen wir an. Wir müssen aus unserer Kraft, aus unserem Zutun nichts vollbringen. Er hat es vollbracht. Aber wir haben Demut, wir haben Glauben und Liebe in unser Herz und wollen ihm nachfolgen, ehrlich. Was auch wichtig ist, das sage ich nochmal dazu, dass ihr Teil seid der Gemeinde Jesu. Ihr müsst nicht Teil sein unserer Gemeinde. Es geht nicht darum, dass du eingetragen wirst und irgendwelche Gelder bezahlen musst. Der Glauben hat mit Geld nie was zu tun. Wir wollen kein Geld und das ist niemals der Sinn. Es geht uns hier nur um Dinge, die im Herzen sind. Deshalb, wenn du auch jetzt woanders bist, aus einer anderen Stadt und nicht immer kommen kannst nach München, dann sprech uns an. Die Brüder sind da. Wir haben Gemeindekontakte und können euch dann zuführen zu Gemeinden, wo du bist. Ihr seid in YouTube dabei. Das ist sehr gut. Ihr gehört zu uns. Über die Entfernung kann die Verbindung, Gott sei Dank, durch das Live bestehen. Aber auch, egal wo ihr seid, seid Teil der Gemeinde Jesu. Und es ist nicht nur wir hier, sondern das sind alle, die in Christus sind. Alle, die in Jesus sind, sind Teil seiner Gemeinde, seiner Braut. Und wir streiten uns nicht um Namen, denn es gibt nur einen Namen und das ist Jesus. Er ist der Retter. Und überall dort, wo seine Kinder an ihn wirklich glauben, das ist seine Braut. Und dann bist du Teil der weltweiten Gemeinde Jesu. Das sollst du aber sein. Sag nicht, ich lasse mich jetzt taufen und ich habe ja Glauben und ich brauche keine Gemeinde und ich brauche das nicht. Das ist falsch. Du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst Unterweisung im Wort Gottes. Du brauchst Brüder, Schwestern, die bei dir sind. Warum hat es Gott gesagt, wie kostbar die Versammlung ist? Warum hat Gott gesagt, die Gemeinde ist so viel kostbar und so viel wert? Dass du Teil des Ganzen bist, der Familie. Weil es gibt keine Einzelkämpfer bei Gott. Wenn ich Hilfe brauche, rufe ich beim Baby an. Wenn ich Hilfe brauche, sind Brüder da und helfen mir. Auch ich, genau wie jeder andere. Wir brauchen uns untereinander. Deshalb hat Gott Gemeinde gemacht. Deshalb sage ich dir, sei Teil einer Gemeinde. Halt dich nicht zurück. Das ist jetzt nicht das, dass du sagst, ich bin ja jetzt getauft, jetzt brauche ich keinen mehr. Nein, das will Gott nicht. Gott sagt in seinem Wort, im Hebräerbrief steht, wir sollen unsere Versammlungen nicht verlassen. Und wir sollen auch nicht störrisch sein und auch keine Rebellen sein und Rebellion führen und sagen, wir brauchen die alle nicht. Das wollte Gott nie. Gott liebt demütige Herzen. Es ist nicht wichtig, zu welchem Pastor du gehst oder wie die Gemeinde sich nennt. Aber es ist wichtig, dass du zu Jesus gehst. Dass du ein Teil bist seiner Braut. Zum Beispiel, manche sagen, der ist mir zu laut. Der andere sagt wieder, der ist mir zu leise. Der ist mir zu fett, der ist mir zu schlank, der ist mir zu groß, der ist mir zu weit, der ist mir zu dunkel. Soll doch jeder dorthin gehen, wo er will. Aber geh, sei Teil einer Gemeinde. Wenn einer zu laut ist, dann such dir einer, der leiser ist. Wenn einer zu leise ist, such dir einer, der lauter ist. Das spielt keine Rolle. Der Mensch, um den geht's nicht. Es geht um Jesus, der dahinter ist. Geh dorthin, wo es deinem Herzen gut tut. Aber sei Teil der Gemeinde Jesu. Es geht um Jesus, nicht um Menschen. Und schon mal gar nicht um Geld. Schon mal gar nicht. Es geht um Herz. Und deshalb war mir wichtig, euch zu sagen, dass ihr sollt, heute ist auch der Schritt, hineingetaucht zu werden in die Familie Gottes. Und das ist die Gemeinde.
Die Bibel sagt auch, dass sie wurden getauft und hinzugetan der Gemeinde. Sie wurden hineingelegt, hineingetauft. Das ist so, bei Gott gibt es keine Stiefkinder. Er tut uns nicht adoptieren. Deshalb sagt die Bibel, wir sind vom Neuen geboren. Wir werden hineingeboren in seine Familie. Und das ist das Bild, die Taufe. Du wirst hineingetauft, hineingelegt in seine Familie. Und bist Teil der Braut. Und das ist weltweit. Deshalb, dich umtaufen zu lassen. Du bist in der Gemeinde getauft worden, die lieben Jesus. Und jetzt sagst du, nee, der gefällt mir aber nicht mehr. Jetzt gehe ich in die andere Gemeinde und lass mich nochmal taufen. Unsinn. Eine Taufe, ein Glaube, ein Jesus Christus. Weil mir die Gemeinde nicht gefällt, weil der jetzt irgendwas getan hat und mich geärgert hat, dann sei demütig, beuge dich. Und achte dich nicht selber höher. Es geht um Jesus. Du wirst heute getauft, nicht auf den Namen unserer Gemeinde, sondern auf den Namen Jesus. Amen. Dein Glaube ist nicht an Menschen gerichtet, sondern an Jesus. Und du bist Teil von der Familie Jesu, von seiner Braut. Niemals von irgendwelchen Menschen abhängig. Merkt euch das und lasst euch das von niemandem anders sagen. Denn die Bibel sagt, ihr seid teuer erkauft durch des Lammes Blut, ihr seid seine Kinder. Er hat alles bezahlt. Und deshalb dürft ihr so kommen, wie ihr seid. Es gibt keinen Grund zu sagen, ich bin es nicht wert. Nur der Grund ist es, wenn du sagst, ich glaube nicht, dass Jesus Christus meine Schuld am Kreuz getragen hat. Ich glaube nicht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube nicht, dass er wieder auferstanden ist. Ich glaube nicht, dass er die Sünden der Welt getragen hat. Wenn du das sagst, dass du nicht glaubst, dann werden wir dich nicht taufen. Aber wenn du sagst, du glaubst, und wenn du sagst, ich nehme Jesus Christus ernst, er ist der Sohn Gottes, er ist mein Retter, mein Heiland, er hat den Tod übersiegt, er hat meine Schuld am Kreuz getragen und ich glaube an ihn von ganzem Herzen, dann hindert dich nichts. So wie die Bibel sagt, beim Kämmerer, bei Philippus, wie die Bibel sagt, Apostelgeschichte, ich will nicht predigen, das steht alles da geschrieben. Und dann auch so, wenn einer hier ist von uns noch, der sich nicht sicher ist, was hindert dich? Kannst du so kommen? Brauchst auch kein weißes Kleid anhaben. So wie du bist. Wir ziehen das weiße Kleid an als Bild, dass er uns ein neues Kleid, ein neues, ein reines Gewand gibt. Das ist nur ein Bild vor Augen, das die Menschen sehen. Aber Gott sieht das Herz an. Amen. Und dann darfst du kommen, so wie du bist. Und wenn du im Wasser sagst, dass du nicht glaubst an Jesus, dann werden wir dich nicht taufen. Dann werden wir dich vielleicht reinwerfen ins Wasser und du wirst auch nass, aber die Taufe zählt nicht. Und er taucht nicht mehr auf. Weil der Glaube alleine zählt. Amen. Der Glaube ist es, das den Unterschied Amen. Macht. Der Glaube ist es, das alles neu macht. Der Glaube ist der Schlüssel. Und wenn du Glauben hast, dann werden wir dich taufen. Und dann Amen. Zählt deine Taufe vor Gott. Und dann wirst du geschrieben im Buch des Lebens, im Buch des Lammes. Da ist dein Name geschrieben. Vielleicht zählt mein Name und dein Name vor die Welt nicht viel. Aber bei Gott so viel, dass er in sein Buch des Lebens geschrieben steht. Und du bist bekannt. Und der Jakob hat vorhin gesagt, wenn ein Mensch sich bekehrt und sich tauft, der musste dran denken. Was für ein Fest, die Bibel sagt, ein Fest, ein Jubel. Die Engel im Himmel singen und jubeln und freuen sich. Wir freuen uns jetzt schon hier. Unsere Familien sind da, unsere Menschen sind da, unsere Gemeinde ist zum Teil da. Ältere, eure Menschen sind da. Wir freuen uns mit euch. Aber der da oben... Und die Engel, die feiern noch ein viel größeres Fest. Denn ich glaube, in ihnen ist es noch mehr bewusst, wie uns, was das hier bedeutet. Das war das, was Gott sich immer gewünscht hat. Dass die Menschen dürfen zu ihm kommen. Dass keine Trennung mehr ist. Und das ist Jesus. Keine Trennung mehr. Keine Sünde mehr. Keine Schuld mehr, die uns von Gott trennt. Ganz einfach. Und müssen wir eine große Zeremonie machen? Oder irgendwie... Jetzt so gewaltig und zeremoniell brauchen wir gar nichts. Weil Jesus auch nicht so ist. Jesus ist ganz einfach. Er ist voller Liebe, voller Wahrheit. Ganz einfach. Und wenn die Menschen haben ihn gehört, dann war ihr Herz berührt. Und die haben gesagt, so wie dieser redet niemand anders. Und das ist es. Das hab jetzt in dein Herzen. Wenn du ins Wasser gehst, pure Gnade, purer Glauben. Pure Liebe, purer Hingabe. Bewusst unserer Schuld. Bewusst, Herr, vergib mir.
Herr, nimm mich an, ich will Buße tun vor dir und vor dem Himmel, hundertprozentig. Aber auch bewusst, Herr, du hast es vollbracht. Und du rufst und ich komme. Und wenn du sagst, dann gehe ich. Und wenn du sagst, ich darf kommen, dann komme ich. Und ich komme auf meinen Knien und von Herzen und ich bin hier, weil du gerufen hast. Amen. 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 Seid ihr alle einverstanden? Amen. Amen. Dann lasst uns jetzt zusammen beten und dann werden wir langsam beginnen. Es sind noch ein paar unterwegs. Kann bestimmt auch sein, dass Verkehr noch ist. Wir werden noch so circa 15 Minuten höchstens warten. Und dann wollen wir anfangen. Dann fangen wir erst an mit den Brüdern. So, Alter vor Schönheit. Dann fangen wir erst an mit den Brüdern und dann mit den Schwestern. Geht's weiter. Und alle, die zusehen, wenn ihr euch vielleicht noch nicht habt entschieden und noch nicht getauft seid, ich frage euch jetzt einfach jetzt schon, macht ihr Gedanken während die Taufe? Ich frage einfach so, was hindert dich? Wer will dich aufhalten? Wenn du hoch siehst in den Himmel und weißt genau, Jesus, du bist der Herr. Darfst du kommen? 100% darfst du kommen. Wenn du glaubst, darfst du kommen, so wie du bist, so wie wir alle. Oder? Johnny, so wie wir alle. Wir durften auch alle kommen, so wie wir waren. Und sind bis heute noch die, die sagen, Herr, wir brauchen dich, ohne dich sind wir gar nicht. Deshalb macht ihr Gedanken und alle, die auch kommen, seid ihr alles kleine Evangelisten, die schon mit Jesus sind, die vielleicht noch dazukommen und tut sie ermutigen und sagt, Jesus ruft dich, Jesus liebt dich. Das ist unser Auftrag. Heute ist ein Tag der Taufe. Heute ist der Tag, wo ein Fest ist im Himmel. Oder Naomi? Lasst uns zusammen beten, alle. Hä? Lasst uns doch mal alle zusammen beten. Ihr gehört ja alle dazu. Lasst uns mal alle zusammen beten. Wir wollen beten für euch, für die, die sich taufen lassen. Und wisst ihr was? Ich habe ein neues Wort. Ich habe den Tag wieder gehört, die Täuflinge. Das wollen wir nicht mehr sagen. Wisst ihr was, Schenner ist? Tauflinge. Hört sich besser an. Wir wollen für die Tauflinge alle beten, ja? Für die, die sich taufen lassen, okay? Wollen wir jetzt alle zusammen beten. Gut? Also, lasst uns unsere Stimme erheben. Baby, bete du für uns. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir einmal mehr danken, dass sich heute dein Wort hier erfüllt, Herr Jesus. Wir danken, dass du da bist, Jesus, und siehst, wie Menschen Entscheidungen getroffen haben, dich zu ehren und in diesen Tod hineinzugehen und in diese Auferstehung, die du so kostbar für uns errungen hast am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du dadurch den Himmel geöffnet hast und dass heute jeder, der eine Entscheidung an dich trifft, hineingehen kann in die Gegenwart Gottes, in das Allerheiligste von dir stehen kann. Ich danke dir, Vater, dass heute wirklich dein Wille erfüllt wird, wie auch du gezeigt hast, so soll es sein, alle Weltgerechtigkeit muss erfüllt werden, dass die Menschen öffentlich bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass wir ihn heute annehmen und bezeugen als gläubige Menschen und wir erfüllen diese Gerechtigkeit, wenn wir heute in die Taufe gehen und bekennen, dass wir in den Tod und in die Auferstehung gehen und dass der Segen, der in Christus Jesus ist, auf jeden heute, auf jeden Einzelnen kommt, Jesus, und ihr Leben erfüllt und dass du ihre Augen des Herzens öffnest, Jesus, dass sie dich besser mehr kennen als je zuvor, Jesus, dass du ihnen begegnest, dass du dich ihnen offenbarst und egal wie sie in ihrem Zustand, dass sie zu dir kommen können, egal was sie belastet, was sie berührt, jeder Gedanke, sie können mit alles zu dir kommen und du bist bemüht, jeden Einzelnen zu helfen, zu beraten, sie zu helfen, zu stärken, zu stützen und alles, was nötig ist, dass wir unsere ganze Hoffnung, unseren Glauben auf dich setzen, Jesus, und du bist ein Begleiter, nicht nur in der Gemeinde, sondern in unserem Alltag, in unserer Arbeit, in unser Geschäft, in unser Zuhause, wo wir gehen und stehen, Jesus, bist du unser Begleiter, unser Berater, unser Beistand, unser Trost, unser Freund und unser Hirte. Du bist unser Gott, du bist unser König, du bist alles für uns, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Und dafür wollen wir dich preisen an diesem Tag, an diesem Ort, Jesus, wo Menschen heute bekennen, nach über 2000 Jahren, Jesus, dass du lebst und aufgestanden bist und dass du für uns eine Gerechtigkeit geschaffen hast, die uns nie mehr jemand anklagen kann. Kein Teufel, kein Mensch, kein Gewissen kann uns mehr anklagen. Wir sind gerecht durch den Glauben an dich, Jesus. Und das bekennen wir heute. Halleluja, Jesus. Wir preisen dich und ehren dich an diesem Abend, an diesem Tag. Amen. Und wisst ihr, was ich jetzt so am Herzen habe? Das haben wir eigentlich noch nie gemacht und gerade kommt so ein Gedanke. Lasst uns jetzt die ein paar Minuten, bevor wir zur Taufe gehen, ne? Ruhe halten. Und wenn einer von euch, die sich wollen taufen lassen, es am Herzen hat, dann geht zu die Brüder und lasst für euch beten. Wollen wir das machen? Wir stellen uns jetzt hier hin. Und wenn einer von euch das auf dem Herzen hat,
Nicht alle, muss nicht alle, nur jeder darf, der will. Könnt ihr kommen und wir wollen für euch nochmal beten. Wenn irgendwas noch ist in dein Herz, wollen wir dafür beten. Und wenn du Frieden hast und sagst, nein, es ist alles gut, dann brauchen wir nicht zusammen beten, dann gehen wir gleich rein ins Wasser. Gut? Wir stellen uns jetzt da vorne hin und wir wollen dann für euch noch beten. Warte noch kurz, Gott hat mir gerade ein Bild gezeigt und er hat mir gezeigt, wie er einen Pinsel nimmt und wie rote Farbe hatte, was war sein Blut. Und ist einmal komplett im Kreis gegangen und hat jeden Einzelnen komplett gemacht. Also, wie wir vorhin gesprochen haben, bedeutet Taufe anzunehmen, was man glaubt. Und deshalb, so wie vorhin, hast du schon deinen Glauben bekannt, aber wir machen das nochmal hier im Wasser und fragen dich, du glaubst an den Herrn Jesus? Du hast ihn angenommen als deinen persönlichen Retter, Herrn und Heiland. Du möchtest ganz bewusst getauft werden auf den Namen Jesus Christus, weil du weißt, dass er der Sohn Gottes ist und das ewige Leben für dich hat, alle Schuld getragen hat und in seinen Tod wirst du getauft hinein und das ewige Leben, wie Gott sagt, dass Jesus ist auferstanden von den Toten, das glaubst du und du weißt, dass wenn er auferstanden ist, ist er für dich auch auferstanden und du wirst leben mit ihm. Du wirst dein ganzes Leben in seiner Hand geben und hier vor uns und vor dem Himmel bezeugen, dass du an Jesus Christus glaubst. Dann wollen wir dich jetzt taufen, aufgrund deines Glaubens, vor uns, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, vor dem Himmel und vor unserem Vater. Sehr freundlich. Wollen wir dich taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Romano, du bist heute hier, um deinen Glauben öffentlich zu bekennen, um zu sagen und zu zeigen und zu bezeugen, dass du an Jesus Christus glaubst, dass du an sein Leben, an sein Sterben, an sein Auferstehen glaubst und es bekennst, dass du dich heute mit ihm identifizierst, in ihm eins zu werden, in ihm und durch ihn. Und heute bekennst du das, indem du Zeugnis gibst an diesem Wasser, in seinen Tod und in seine Auferstehung zu gehen, in das neue Leben zu wandeln, zu gehen, in seine Wahrheit, in seine Gerechtigkeit und auch in seine Heiligkeit. Und du gehst es nicht in deiner Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und weil du das heute hier bezeugst, so taufen wir dich heute auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus, in ein neues Leben. Wir wollen den Joshua auffragen. Du glaubst an den Herrn Jesus Christus. Du bist aus eigener Überzeugung jetzt hierher gekommen. Niemand hat dich gezwungen. Ja. Und du glaubst von ganzem Herzen, dass Christus der Sohn Gottes ist, dein Herr ist, bezahlt hat für deine Schuld, hast ihn persönlich angenommen als Herrn und Heiland und willst ihm nachfolgen. Ja. Aufgrund deines Glaubens wollen wir dich taufen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Vater, du bist heute hier, um zu bekennen, dass du an Jesus Christus glaubst, ihn zu deinem Herrn und Retter gemacht hast und dass du ihm nachfolgst, weil du an ihn glaubst und in seinem Leben eintauchen möchtest und eins wärst mit ihm und mit seinem Geist. Deshalb bist du heute hier, deinen Glauben zu bekennen und zu bezeugen, um dich zu taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus in ein neues Leben. Ein Leben, das von Gott erfüllt ist für dich, die Berufung und Bestimmung, die Gott für dein Leben hat. Und das bejahst du heute, indem du heute einen neuen Schritt tust und indem du heute ein neues Leben beginnst. Darum taufen wir dich heute im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in das Leben unseres Herrn Jesus. Amen. 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 Wir haben vorhin schon gebetet und ihr alle habt euren Glauben schon bekannt. Du bist hier, das weiß ich, weil du wegen Jesus hier bist. Weil du an ihn glaubst. Du hast dich schon vor Jahren als Kind schon bekehrt und für ihn entschieden. Und jetzt ist es soweit, dass du weißt, ich will es auch tun. Ich will ihm nachfolgen. Ich will das ganz persönlich richtig machen. Ich will sein Sohn sein, ich will mehr mit Jesus sein, ich will mein ganzes Leben in seine Hand legen. Mir ist es bewusst und ich will es bewusst von Herzen diese Entscheidung tun und allen zeigen, das ist deine Entscheidung. Du willst allen zeigen, dass du es ernst meinst und es annimmst und du willst vor allen Dingen Jesus damit zeigen. Das bedeutet dir viel. Du nimmst ihn an und willst ihm folgen. Ist das so? Aufgrund deines Glaubens, und weil du es ehrlich meinst, aufgrund deines Glaubens tun wir dich jetzt taufen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Berenica, du bist heute hier, um deinen Glauben an Jesus Christus zu bekennen und zu bezeugen. Und du möchtest heute in deine Taufe gehen, um zu bezeugen, dass du eins sein möchtest mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Du willst teilhaben an den Tod und in der Auferstehung und um die Gerechtigkeit und die Heiligkeit unseres Herrn Jesus. Und das bezeugst du heute, indem du in deine Taufe gehst. Und so wollen wir dich heute taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus. In seine Gerechtigkeit, in seine Liebe, in seine Heiligkeit und Gerechtigkeit. In Jesu Namen. Amen. Lasset uns freuen und fröhlich sein, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein, dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Also, komm her. Du glaubst an den Herrn Jesus Christus. Du bist hier, weil du willst bezeugen, denn dein Glauben und es auch festmachen und das in Anspruch nehmen, was Jesus für dich getan hat. Du bezeugst, dass Christus dein Herr ist, dir ist bewusst, was er für dich getan hat und du machst es heute fest, vor uns allen hier und vor dem Himmel. Christus ist dein Herr. Er ist mein Herr. Wir wollen jetzt auch beten für dich, das haben wir vorhin nämlich gesagt. Wir wollen jetzt hier im Wasser beten. Wir haben schon gebetet, aber für seine, für ihre Familie, ne? Und für alles. Habt ihr schon? Und Jesus wird deine Familie und deine Mama und dein ganzes Haus segnen. Und dich als Licht machen für deine ganze Familie. Aufgrund deines Glaubens taufen wir dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Alte Soran, du glaubst an den Herrn Jesus und bezeugst deinen Glauben. Du nimmst Jesus ganz persönlich für dich in Anspruch. Du willst heute vor uns und vor dem Himmel bezeugen, Jesus Christus ist dein Herr, Retter und Heiland. Aufgrund deines Glaubens taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Leila, du bist heute hier, um in deine Taufe zu gehen, weil du bezeugt hast, dass du an Jesus Christus glaubst, an sein Erlösungswerk, dass du bekannt hast, dass er für dich, für deine Schuld, für deine Sünde am Kreuz von Golgotha gestorben ist. Und hast es für dich persönlich gemacht, indem du heute sagst, ich mache eins heute mit Jesus. Ich gehe in seinen Tod, aber ich gehe auch in seine Auferstehung. Ich gehe in das Leben, das Gott für mich hat, den Plan, den Absicht,
was Gott für mich vorbereitet hat, das möchte ich ergreifen, nach dem möchte ich mich ausstrecken. Und ich möchte es in der Kraft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Gott hat Gutes vorbereitet für all seine Kinder. Und wir wollen, wenn wir uns danach ausstrecken, wird Gott es für uns vorbereiten, wir werden es ergreifen. Und weil du es heute bekennst und bezeugst, so wollen wir dich taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus. In seine ganze Fülle seiner Liebe, Freude und Kraft. In ein neues Leben, in Jesu Namen. Du bist so weit hierher gekommen, gestern Nacht noch mit dem Zug, so weit, um Jesus Christus heute zu bezeugen und getauft zu werden, aus deinem Herzen, aus freiem Glauben. Du bezeugst deinen Glauben an Jesus. Und aufgrund deines Glaubens taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung Jesus Christus. Amen. Also, die Heike kam zu uns in die Gemeinde und hat Jesus immer mehr kennengelernt. Amen. Immer besser, immer mehr, die Liebe Gottes. Und Heike, du willst uns auch deinen Glauben bezeugen und vor allen Dingen den Himmel. Dass Christus Jesus dein Herr ist und du willst ihm nachfolgen und ihn annehmen. Ganz besonders und bewusst. Amen. Aufgrund deines Glaubens taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi. Okay, unsere Schwester Sophie ist heute hier, um in die Taufe zu gehen, ihren Glauben an Jesus Christus zu bekennen und zu zeigen, sie möchte eins werden mit diesem großen Erlösungswerk, das am Kreuz von Golgotha geschehen ist, seit über 2000 Jahren. Sie glaubt es heute, hat es für sich persönlich angenommen und sie möchte eins werden, indem sie sich taufen lässt heute Abend, in den Vater, Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Wollen wir dich taufen? Dass du in das neue Leben, das Gott für dich bereitet hat, hineingehst und aufgehst und den Plan und Absicht, den Gott für dein Leben hast, dass du es in deiner Zeit erfüllst. Und du wirst ein großer Segen sein, wo immer du hingehst, wird Gott seine Hand auf dein Leben legen. Du wirst hingehen, du wirst Zeugnis geben und die Kraft Gottes und das Angesicht unseres Herrn Jesus soll über dich leuchten, wo immer du gehst. Und Glanz, Gnade und Güte sollen dir folgen dein Leben lang. Und so taufen wir dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus, in das neue Leben. Amen! Also Naomi, du bist hier, weil du glaubst an Christus. Du zeugst deinen Glauben an Jesus Christus, er ist dein Herr, du glaubst an ihn, du hast ihn angenommen als deinen Herrn und du willst dich heute taufen lassen, um in das neue Leben, in der Lebenskraft Jesu zu wandeln. Ein neuer Mensch durch des Lammes Blut, das ist dein Herr und dein Heiland, Jesus Christus. Deshalb, weil du glaubst an Christus den Herrn und er dein persönlicher Herr ist, deshalb taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Concetta, du bist ja hier mit deiner Mutter, um deinen Glauben an Jesus Christus zu bezeugen, festzumachen, um den Himmel und auch heute uns zu bezeugen, dass du an Jesus Christus glaubst, dass du dich nicht schämst, an ihn zu glauben und dass du ein Zeugnis sein willst, wo immer du hingehst, soll Jesus für dir vorangehen und du willst für ihn Zeugnis sein. Und weil du im Grund deines Bekenntnisses und Grund deines Glaubens wollen wir dich heute taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus. In das Leben und Plan und Absicht, die Gott für dein Leben hat. Amen. Amen. Also, wir wollen unsere kleine Lilly auch fragen, weil sie ein gläubiges Kind Gottes ist. Und in die Gemeinde treu ist und Jesus liebt. Und sich bewusst ist, wer Jesus ist und was er für ihr getan hat. Und du glaubst an Jesus, er ist dein Herr. Und aufgrund deines Glaubens und aufgrund deines Bekenntnisses und weil du Jesus liebst und ihn willst, als dein Herrn haben, taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist immer eine große Freude, wenn kleine Kinder, nicht kleine Kinder, aber Kinder, die schon anfangen, erwachsen zu werden und in die Gemeinden aufwachsen und sehen, dass ihre Eltern eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, dass sie sagen, wenn dieser Jesus so gut ist, dann möchte ich ihn auch haben. Und dieses Die Galicei hat sich entschieden, sie will diesen Jesus mit allem, was er ist. Und sie will ihn empfangen in ihr Leben und will ihr Leben danach ausrichten
Und weil Gott hat gute Pläne für dich und hat eine schöne, wunderbare Zukunft für dich. Und die kannst du nur in Jesus haben. Amen. Weil du hast, wollen wir dich heute taufen. In den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tod und die Auferstehung. Und das Leben, das Jesus für dich hat, in Ewigkeit. Amen. Wir wollen die Lisa auch fragen. Sie glaubt an den Herrn Jesus. Sie ist hergekommen, um ihren Glauben zu bezeugen, sich taufen zu lassen. Du glaubst, dass Christus der Herr ist. Aufgrund deines Glaubens taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Asia, du bist heute hier, um in die Taufe zu gehen, um zu bezeugen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, dein Herr und Retter ist. Und du willst dein Leben mit ihm leben bis in Ewigkeit. Und heute bezeugst du, dass du bereit bist, in diesen Tod zu gehen, aber auch in diese Auferstehung, die Jesus für uns schon errungen hat. Und darum taufen wir dich heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus, in sein Leben. Amen. Wir wollen die Imani fragen. Du glaubst an den Herrn Jesus Christus. Du hast erkannt, er ist der Sohn Gottes, hat für unsere Schuld bezahlt. Er ist der Messias, der Erretter und Heiland. Und er ist dein persönlicher Herr. Du willst ihn annehmen als deinen Herrn und willst ihm nachfolgen. Und deshalb ist dir auch bewusst, was Taufe bedeutet. Leben in Christus, ein neues Leben. Aufgrund deines Glaubens taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Morena, du bist heute hier, um zu bezeugen, dass du an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubst. Dass du dich eins machst mit diesem Erlösungswerk am Kreuz von Golgotha. Dass du weißt und bekennst, er ist für meine Schuld und meine Sünde gestorben, damit ich heute in Gerechtigkeit, in Heiligkeit und Wahrheit leben kann. Für ihn. Und darum wollen wir dich heute taufen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tod und in die Auferstehung des Herrn Jesus, in das Leben, das Gott für dich hat. Amen. 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 Wir wollen die Michella genauso fragen. Du glaubst an Jesus Christus als dein Herrn und Heiland. Du hast ihn angenommen und empfangen als Erretter. Und jetzt möchtest du in die Taufe ganz bewusst gehen, in den Tod Jesu Christi, weil du weißt, dass sein Tod dir ein neues Leben bringt. Du willst dieses neue Leben empfangen und daran glauben und nachfolgen. Aufgrund deines Glaubens taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Also dann sehen wir uns Gut, in die Gemeinde. Dann sehen wir uns in die Gemeinde. Ja, dann sehen wir uns in die Gemeinde.